Wir sind jetzt in Komak. Wir kommen da hinten. Der Sandfly-Insel. Also hier hat es ganz, ganz fiese Sandfliegen. Die sehen aus wie kleine Fliegen. Aber die beißen. Und es gibt einen... Oh, schon die erste. Oh, die gehen so fast gesetzt. Mit einer Bahn. Eine einzige Beachbar. Und wir kaufen Bier für 20 Watt. Ja? Kilo. Ein Kilo Bier. Ich habe gemeint, das wird die Liter Bier. So, diese Bar verkauft Bier in Kilo. Oh. Ja, nur weil sie es kann. Okay, okay. Ich bin ja mal gespannt. Man kann wieder zahlen. Also, ja, ein bisschen blöd jetzt. Wir sind falsch abgebogen. Die Kilo-Bierbar ist woanders oder muss erst noch erfunden werden. Aber wir haben ganz viele kleine Muscheln gefunden. Die gibt es hier an diesem tollen Strand. Eine pinkige, die noch zu ist. Ta-da-da-da! Und die bringen wir mit nach Zürich. Ui, was da wohl schlüpfen wird. Ui. Ja. Ansonsten hat sie nur einen Baum, den Sarah nicht filmen will, weil so viel Müll da liegt. Toller Baum. Toller Baum. So ein schöner Baum. Oh, ist der schön. Ui, ein super Baum. Ah, oh, schmeckt. Ui. Look, oh, so eine Krone, wow. Bonjour, mesdames et messieurs. Wir sind jetzt hier im Cinnamon Resort und Spa. Es ist unser Spa. Es ist unser Resort. Niemand anders ist hier. Wir sind komplett allein. Das ganze Resort, Frühstücksbereich, komplett für uns. Alles für uns. Wir haben einen riesen Bungalow. Einfach für uns. 60, 70 Quadratmeter. Schmeckt der Vogel. Einfach alles für uns. Wir sind hier in unserem supergeilen neuen Bungalow. Haben sie ein bisschen häuslich eingerichtet. Man sieht hier meinen Kleiderschrank, das Himmelbett mit Moskitonetz, ein kleiner Fernseher, Beistellbett, Dachgiebel, Schiebetür in den Ankleidebereich. Noch ein kleiner Kühlschrank hier. Hier die Küche, Ankleide, Spiegel, und natürlich eine weitere Schiebetür. Das ist das Bad mit einer ordentlichen WC-Schüssel, einem Trockenständer, Waschbecken und die Dusche mit Sarah am Duschen. Ja. Gefühlt 280 Quadratmeter für einen unglaublichen Schnäppchenpreis von 3 Baht. Well,
lab, wanna let you know my mind is made up and I wanna go. And I've been thinking about what to do, been thinking about me, about being you. For a long time I've tried to find reason to stay here in this cage of mine. Well, I don't need no borderline, I don't need that frame of mind. Let me tell you, I don't need nobody, nobody but me. Hi, this is Arnold. You're in.